Wie kann man Negativität loswerden? Wie kann man diese wirklich auf die Seite stellen? Wie kann man in die Freude kommen? Wie geht das? In diesem Video Antworten für dich. Ein Kunde hat mich vor einiger Zeit angerufen und hat zu mir gesagt, hey, ich komme aus dieser Negativität nicht heraus. Was soll ich tun? Als wie wenn es mich fangen würde. Sein Licht ist ihm ausgegangen. Seine Freude ist ihm ausgegangen. Und jetzt steht er da und sagt, wenn das so weitergeht, dann muss ich irgendwas nehmen, weil ich schaffe meinen Alltag nicht. Dieser tiefe innere negative Geist, diese innere Negativität, der absolute Gegenspieler zur Freude, zur Leichtigkeit, zur Strahlkraft eines Menschen. Und ein sehr bekannter Opernsänger hat auch ein sehr interessantes Phänomen bei sich vor seinen Auftritten oft beobachten können. Bevor er zum Auftritt ging, auf einmal hat ihn eine innere, totale Negativität überwältigt. Auf einmal ist ihm die Stimme weggeblieben. Stell dir das mal vor, die Stimme ist ihm weggeblieben, einem weltbekannten Opernsänger. Er wusste nicht mehr, was er machen soll. Er hat dann erkannt, wow, mein kleines Ich will das große Ich überschatten. Das große Ich, die innere Freude, die innere Strahlkraft, die innere Leichtigkeit, die innere, reine, authentische Frequenz. Und das kleine Ich, das Kopf-Ego-Denken, das eben Negativität in sich hat. Und je mehr ein Mensch denkt, analysiert, bewertet, alles eben denkt und zerdenkt, desto intensiver wird die Negativität und desto näher kommt man einer depressiven Stimmung und einem geistig tiefen inneren Burnout. Und es gibt Menschen, die haben sich vorgenommen, ihr eigenes Kopf-Ego-Denken oder ihre intensive Negativität loszuwerden, zu bekämpfen, wegzudrücken. Je mehr wir versuchen, etwas wegzudrücken, desto schlechter gelingt es. Weil unser Fokus geht dann in den Kampfmodus und dieser Kampfmodus baut sich auf und den Kampfmodus hast du dann selber in deinem eigenen System. Etwas loszuwerden geht entweder nur fließend oder gar nicht. Beim Denken, beim Kopf-Ego-Denken ist es so, das hat ja absolut Berechtigung. Es hilft uns ja in vielen Dingen. Es ist ja sinnvoll. Aber bei manchen Dingen ist es einfach falsch am Platz, wenn es so unbewusst Eigendynamiken übernimmt. Wie zum Beispiel, wie wird denn das alles werden? Die Zukunft schaut schlecht aus. Wie willst du denn das machen? Das kannst du doch nicht. Dann geht dieses Negativdenken oder dieses Denken in einen eigenen Rhythmus, in ein Eigenleben, könnte man sagen. Und es wächst heran zu etwas, das wir dann vielleicht nicht mehr beherrschen können. Mit dieser einfachen Technik gelingt es dir allerdings, weil du da von einer ganz anderen Ebene drauf schaust. Und wenn wir sagen, ich möchte meine Negativität, mein Denken loswerden, dann ist es ungefähr so, als wie wenn wir sagen, ich möchte nur mehr den Tag, aber die Nacht möchte ich nicht mehr. Ich möchte nur mehr warm, aber kalt möchte ich nicht mehr. Wir leben in einer polaren Welt. Ausgleich, Yin und Yang. Es geht um den Ausgleich. Wichtig ist, dass nicht eines eine Eigendynamik bekommt, stärker wird und die Vorherrschaft übernimmt, das eigene Denken. Was wir jetzt in der Gesellschaft sehr intensiv beobachten können. Der Denker wird jetzt so groß, dass es fast schon bei vielen Menschen unerträglich wird. Wie kann man diese intensive Negativität loswerden? Und das absolute Gegengift zur Negativität, zur depressiven Stimmung, zur intensiven Kopf-Ego-Stimmung ist Dankbarkeit. Übe dich in Dankbarkeit. Und je intensiver das die Negativität in deinem Alltag ist, desto mehr übe die Dankbarkeit. Praktiziere die Dankbarkeit. In der Früh sei dankbar für, da gibt es tausend Dinge. Mittags sei dankbar für, abends sei dankbar.
Da gibt es tausend Möglichkeiten, wofür du jetzt dankbar sein kannst. Und wenn du dankbar bist, machst du noch etwas. Du bist mit deinem Kopf-Ego-Denken außerhalb der Zeit. Das heißt, du bist im Hier und Jetzt. Und das Kopf-Ego-Denken lebt nur von der Illusion in der Zukunft. Du katapultierst dich ins Hier und Jetzt. Und du kommst in eine Frequenz der Freude, der Fülle, des Ich habe. Wow, danke für. Man kann nicht dankbar sein und gleichzeitig in einer Depression sein. Das ist gar nicht möglich. Ich wette mit dir, wenn du diese Übung machst, mehrere Wochen, mehrere Monate, es ist gar nicht mehr möglich, in einer negativen Stimmung zu sein. Du siehst, du hast es selber in der Hand. Wenn du glaubst, du musst viel tun, um gegen die Negativität zu kämpfen, dann wirst du merken, ja, du tust halt viel, aber du kommst nicht raus. Denn du behandelst die gleiche Negativität mit dem gleichen Instrument, dem Denken, als da, wo eben die Negativität herkommt. Du musst mit einem ganz anderen Geschütz auffahren. Und das heißt Dankbarkeit. Dankbarkeit ist Freude, ist Fülle, ist reine Liebe. Du bist dankbar für das, was du jetzt hast. Hey, mach's einfach. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Freude. Dahin kommst du sowieso, wenn du das machst. Bis zum nächsten Video. Servus.